und willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal wieder um die Büchergilde gehen. Ihr könnt etwas entscheiden und ihr könnt auch noch was gewinnen, also viel Spaß mit dem Video. Wer die Büchergilde noch nicht kennt, dem verlinke ich mal mein Büchergilde unterwegs Video, das erste Video, was ich zur Büchergilde gemacht habe, wo ich das ganze Konzept genauer erkläre. Ganz grob umrissen ist die Büchergilde eine Genossenschaft, bei der man Mitglied ist und ganz besondere Bücher bekommt, ganz besondere Ausgaben. Das sind selbst herausgebrachte Ausgaben von bekannten oder auch neueren Büchern. Und ihr bekommt diese Bücher nur, wenn ihr Büchergilde-Mitglied seid. Und diese Mitgliedschaft kostet nichts, verpflichtet aber dazu, dass man jedes Quartal ein Buch abnimmt. Entweder man bekommt ein Buch zugeschickt oder ihr sucht es euch aus. Ihr könnt natürlich auch mehr Bücher kaufen. Es gibt auch Partnerbuchhandlungen, wo man die Bücher dann entweder abholen kann oder direkt vor Ort shoppen kann. In Hannover ist es zum Beispiel die Buchhandlung an der Marktkirche. Die haben auch ein ganz tolles Regal nur mit Büchergilde-Ausgaben. Und ihr seht hier schon meine bisherigen Büchergilde-Bücher, die ich mir gekauft habe. Sie sind noch nicht alle gelesen, da bin ich ehrlich. Aber es steht der Quartalskauf, der zweite Quartalskauf 2021 an, für das Quartal April bis Mai. Und ich habe mir gedacht, ihr entscheidet über meinen Quartalskauf. Ich habe mir 5 Bücher rausgesucht. Sehr praktisch kam gerade erst diese Woche das neue Magazin an. Das Magazin kommt jedes Quartal raus mit den Neuerscheinungen und auch mit älteren Büchern und anderen Dingen, die es bei der Büchergilde zu kaufen gibt. Ich bin hauptsächlich an den Büchern interessiert. Es gibt auch CDs und DVDs und andere Medien, aber hauptsächlich bin ich natürlich an den Büchern interessiert. Und das Magazin ist echt cool, weil hier gibt es auch tolle Interviews und größere, längere Artikel. Das mag ich übrigens sehr gerne, das illustrative Interview, wo Illustratoren ein bebildertes Interview führen oder bekommen. Auf jeden Fall habe ich mich wie jedes Quartal durchgeblättert dadurch und habe 5 Bücher rausgesucht, die ich mir sehr gut vorstellen kann zu kaufen. Ich habe auch online eine Wunschliste bei der Büchergilde, aber ich habe mich jetzt mal auf 5 beschränkt, die meine Top 5 Wunschlistenbücher sind von der Büchergilde. Ganz tolle Ausgaben, ganz hübsche Ausgaben, das werdet ihr gleich sehen. Ich blende sie euch dann jeweils ein und ihr könnt entscheiden, welches Buch ich mir kaufe. Wenn ich euch also gleich die 5 Bücher vorstelle, ich lese auch immer den Klappentext dazu vor, damit ihr wisst, worum es geht, falls ihr die Bücher selbst nicht kennt, dann schreibt mir hier unter das Video einen Kommentar, für welches Buch ihr euch entscheiden würdet, welches euer Favorit von den 5 gezeigten Büchern ist. Mit diesem Kommentar, außer ihr schreibt dazu, dass ihr nicht teilnehmen wollt, könnt ihr auch an meinem Gewinnspiel, was ich in Kooperation mit der Büchergilde zusammen mache, teilnehmen. Das heißt, einer von euch, das Buch, was gewinnt, was die meisten Stimmen hat, und daraus wähle ich dann einen Gewinner, der sich dafür auch entschieden hat. Und der bekommt das Buch gratis zugeschickt von der Büchergilde direkt. Mit dem nehme ich dann Kontakt auf. Ja, dann könnt ihr das Buch auch lesen. Auch wenn ihr kein Büchergilde-Mitglied seid, könnt ihr euch mal so eine wunderschöne Ausgabe besorgen, indem ihr Glück habt, hier dran teilnehmt am Gewinnspiel. Genug der Eingangsworte. Ich glaube, ihr habt verstanden, wie es funktioniert. Ich stelle euch jetzt die 5 Bücher vor, die für meinen Quartalskauf in Frage kommen. Buch Nummer 1 ist aus der Reihe Büchergilde unterwegs. Die habe ich euch, wie schon gesagt, in dem Eingangsvideo zur Büchergilde letztes Jahr schon vorgestellt. Da kommen immer im Quartal kommt jeweils ein neues Buch dazu raus. Am Anfang waren es 3 und ich glaube jetzt jedes Quartal oder jedes zweite Quartal kommt ein neues dazu. Ich habe hier die feine New Yorker Fahnengesellschaft von Oliver Sacks. Das habe ich auch schon gelesen. Und die Bücher aus der Reihe kommen immer in so einem wunderschönen Postkartenformat. Also das ist das Buchcover. In dem Fall eben geht es um eine Reise nach Mexiko. Und auf der Rückseite oder ja, die andere Seite des Buches ist eben die Info, der Klappentext, Autor, wie so eine Postkarte gestaltet und ich finde das so, so schön. Und ja, da gibt es eben noch andere Bücher von der Büchergilde und das Neueste, das interessiert mich sehr, wie auch alle dieser 5 jetzt gezeigten Bücher. Und im Magazin gibt es auch einen schönen Infotext dazu, einen Artikel. Und zwar ist das von Annemarie Schwarzenbach, Orientreisen. Und ich lese euch mal ganz kurz vor, worum es da geht. 4-mal fährt Annemarie Schwarzenbach, die unheilbar Reisende, in den Orient. Es ist ein andauerndes inneres Treiben, das sie durch Anatolien bis zu den Ruinen von Persepolis führt, in orientalische Metropolen wie Bagdad oder Teheran, schließlich bis in die Wüsten Turkestans und die Höhen des Hindukusch. Schwarzenbachs Reisereportagen aus den Jahren 1933 bis 1940 berichten von einer versunkenen Welt und faszinieren bis heute durch ihre authentische, bildhafte Sprache und atmosphärische Dichte. Eine faszinierende Mischung aus historisch-politischen und erzählerischen Passagen vor dem Hintergrund des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs macht den Reiz und auch die Besonderheit dieser Reiseprosa aus. Kein Reiseroman, sondern ein Reisebericht. Das, alle diese Büchergilde unterwegs sind Reiseberichte, vergangene Reiseberichte. Und ich finde das Buchcover
wunderschön, also dieses Postkartenmotiv. Ich finde den Orient sehr, sehr spannend. Da bin ich selber noch nicht viel unterwegs gewesen. Also die Orte faszinieren mich. Da wäre ich sehr interessiert daran, ja, zu erfahren, was die Autorin zu dem Zeitpunkt erlebt hat. Und eben auch der Hintergrund oder vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs finde ich das sehr interessant. Die Bücher sind nicht so dick. Die haben 100, also in dem Fall, ich glaube, fast alle so um die 150 bis 200 Seiten. Ja, das wäre Punkt Nummer 1 auf meiner Wunschliste. Dieses Buch würde mich sehr interessieren. Ein weiteres Buch, was in diesem Quartal neu bei der Büchergilde erscheint und was auch in den letzten Monaten hier und da bei BookTube zu sehen war, zumindest habe ich immer mal wieder etwas davon gehört. Wir hatten auch erst überlegt, im Buchclub das zu lesen, aber wir haben uns dann für andere Bücher entschieden und trotzdem hat mich die Geschichte nicht losgelassen, und zwar von Rye Curtis Chloris. Da ist das Buch, da ist der Autor, sieht noch sehr jung aus. Es ist auch, ich bin der Meinung, sein Erstlingswerk. 73 geboren, okay. Ach nee, das ist der Übersetzer. Wie alt der Autor ist, der kommt aus Texas, steht hier gar nicht. Er sieht noch sehr jung aus. Ich lese euch mal vor, worum es geht in Chloris. Als die 72-jährige Chloris Waltrip einen Flugzeugabsturz in der unwirtlichen Wildnis der Bitterroot Mountains überlebt, scheint die Chance auf Rettung aussichtslos. Ausgerüstet mit nur einem Stiefel, einer Bibel und ein paar Karamellbonbons versucht sie, sich durchzuschlagen. Und bald scheint es, als würde jemand eine schützende Hand über sie halten. Derweil ereilt Rangerin Lewis ein rätselhafter Notruf und sie bricht zur Suche auf. Aber will Chloris überhaupt gefunden werden? Lebensklug und mutig kämpfen sich alle durch die Wildnis und sehen am Ende mit anderen Augen auf ihr altes Leben. Ein ungewöhnliches Abenteuer der Extraklasse. Ich habe mir den Artikel dazu auch noch nicht durchgelesen, weil ich mich noch nicht so beeinflussen lassen wollte. Aber ich finde, das klingt spannend. Das klingt ja so ein bisschen nach in die Wildnis. Also auf jeden Fall Wildnis kommt drin vor. Zwei spannende Frauen und ein Abenteuer. Und ja, eine Suche oder Nichtsuche. Klingt interessant, vielleicht habt ihr von dem Buch schon gehört, ist auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Buch Nummer 3 ist schon länger auf meiner Wunschliste, sowohl allgemein als auch besonders bei der Büchergilde, weil ich die Ausgabe auch sehr schön finde, wie alle Ausgaben. Die sind eben immer besonders, sind meist leihengebunden, sind immer gebundene Bücher, bin ich der Meinung, und haben meist auch ein Lesebändchen, also sehr hochwertige Ausgaben. Und zwar ist das ja ein Buch, was schon etwas länger gibt. Das war auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises 2019 und ist von Simone Lappert, Der Sprung. Und ich glaube, viele kennen das Buch vielleicht schon. Ich lese euch trotzdem mal vor, worum es da geht. Eine junge Frau steht auf einem Dach und weigert sich, herunterzukommen. Was geht in ihr vor? Will sie springen? Die Polizei riegelt das Gebäude ab. Schaulustige Johlen zücken ihre Handys. Der Freund der Frau, ihre Schwester, ein Polizist und 7 andere Menschen, die eng und entfernt mit ihr zu tun haben, geraten aus dem Tritt. Sie fallen aus den Routinen ihres Alltags, verlieren den Halt oder stürzen sich in eine nicht mehr für möglich gehaltene Freiheit. Ein Roman über eine eigenwillige Frau und über die Schicksale, an denen wir nichts ahnend vorübergehen. Ich bin super gespannt, ob sie springen will, was das mit den Leuten, die hier genannt werden, macht und was da eigentlich Sache ist. Also finde ich, klingt super spannend, und ich glaube, die Bookfriends, also zumindest Anja, Maike vielleicht auch, haben das gelesen. Ich bin der Meinung, bei denen habe ich das schon gesehen, und ich bin auch der Meinung, die waren ganz begeistert. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Ich finde, es klingt interessant. Das vierte Buch ist auch inspiriert von den Bookfriends. Und zwar hat Anja da sehr für geschwärmt. Und ich bin der Meinung, Maike hat das auch auf ihrer Liste der Bücher, die sie dieses Jahr lesen will. Oder hat sie schon gelesen? Keine Ahnung. Ich finde die Ausgabe auch hier wieder richtig, richtig schön. Und weil die Bookfriends oder mindestens Anja so davon geschwärmt hat, ist es auf meiner Wunschliste gelandet. Und zwar Heimkehren von Ya Gyasi. Zwei Schwestern, die sich nie kennenlernen. Zwei Leben, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Effia und Essie stammen beide aus Ghana. Doch während Effias Stamm mit den Briten kooperiert und tausende Landsleute in die Versklavung schickt, wird Essie als Jugendliche als Sklave nach Amerika verkauft. In der Gegenwart muss Effias Ur-Ur-Urenkel Jaw erkennen, dass letztlich noch immer die Weißen gewinnen. Und Essies Nachfahren kämpfen in Amerika ums Überleben. Der Roman geht der Frage nach, wie sich frühere Taten auf folgende Generationen auswirken. Super interessant, super wichtiges Thema. Black Lives Matter ist nicht nur aus dem letzten Jahr ein wichtiges Thema, das zieht sich weiter, und ich hoffe, ja, dass es immer ein Thema sein wird, beziehungsweise irgendwann keins mehr, aber ich glaube nicht, dass ich das noch erlebe. Aber wir müssen auf jeden Fall aufmerksam machen, und ich bin sehr interessiert, das Buch zu lesen. Und ich vermute des Namens her, dass die Autorin, der Autor, da geht es nämlich schon los, dass ich nicht weiß, ob es eine Autorin oder ein Autor ist, ist aber ja auch vollkommen egal, ja, vielleicht auch einen Hintergrund in Afrika hat oder anderweitig vielleicht ein bisschen seine Familiengeschichte eingewoben hat.
Das weiß ich alles nicht. Das werde ich dann herausfinden, wenn ich das Buch gelesen habe und danach noch ein bisschen recherchiere. Ich mache das selten vorher, denn manchmal spoilert man sich durch solche Sachen. Aber ich habe sehr viel Gutes von dem Buch gehört und deswegen ist es auf der Wunschliste. Kommen wir zum 5. Buch auf der Wunschliste. Das ist schon sehr lange drauf. Mich hat zuerst das Cover angesprochen. Ich finde es auch immer noch extrem schön. Und gleichzeitig auch die Geschichte. Und zwar von Gary Disher, Leiser Tod. Das ist mal ein ganz anderes Buch. Es ist ein Thriller oder ein Krimi. Also es geht um einen Inspektor, ein Inspektor Schallis Roman. Da müsste ich nochmal recherchieren, ob das ein Folgeband ist. Aber ich denke, man kann das auch alleine lesen. Und es geht um Folgendes. Über die australische Kleinstadt Waterloo brechen zur gleichen Zeit verschiedene Katastrophen herein. Während die Neureichen sich über Vandalismus beklagen, erhält das Polizeirevier von Hal Challis einen weitaus dringenderen Anruf. In einem verlassenen Teil der Stadt wurde eine Leiche gefunden. Als die Ermittler dort eintreffen, stolpert ihnen eine junge Frau entgegen, nackt, verdreckt und zutiefst verstört. Der Täter, ein Vergewaltiger in Polizeiuniform, und dann werden auch noch eine Reihe scheinbar perfekt geplanter Einbrüche gemeldet. Das klingt nach viel Spannung auf 350 Seiten und ja, ich weiß nicht, was es mit dem Cover dieser Schlüssel auf sich hat, aber irgendwie wird es schon zusammenhängen. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Cover und jetzt lese ich euch nochmal die Titel der 5 Bücher vor. Vielleicht habt ihr schon einen Favoriten, für den ihr stimmen möchtet und was ihr dann eventuell auch gewinnen könnt, wenn dieses Buch mein Quartalskauf wird. Nummer 1 war Annemarie Schwarzenbach mit Orientreisen, also der Reiseroman. Dann Rye Curtis mit Chloris, das Abenteuer mit den zwei unterschiedlichen Frauen. Dann haben wir Simone Lappert, Der Sprung. Die Frau, die nicht runterkommen möchte und springen möchte oder nicht, oder man weiß es nicht so genau. Dann haben wir Yagi-Yaris, Heimkehren, der Roman um die zwei Schwestern, die, und mit dem Thema Sklaverei, Afrika und so weiter. Und der letzte, der Krimi-Thriller, wie auch immer, der in Australien spielt, von Gary Disher, Leiser Tod. So, und spätestens jetzt solltet ihr das Video kurz anhalten, unten einen Kommentar reinschreiben, für welches Buch ihr euch entscheiden möchtet, welches euch von den 5 am meisten interessiert. Und dann wünsche ich euch ganz viel Glück, drückt euch die Daumen. Danke der Büchergilde, dass sie dieses Gewinnspiel mit sponsern sozusagen und dieses Gewinnspielbuch zur Verfügung stellen, welches auch immer es am Ende wird. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend und ihr werdet dann im nächsten Lesemonat, im Lesemonat April sehen, welches Buch es geworden ist. Ich werde das hier auch nochmal dann drunter schreiben. Alle Bedingungen zum Gewinnspiel, wie lange das läuft und so weiter, stehen unten in der Infobox. Das Video ist vorgedreht, deswegen sage ich da jetzt gar nichts zu oder blende das vielleicht ein. Aber wenn ihr mitmachen wollt und euch nicht sicher seid, ob die Gewinnspielzeit noch läuft, dann schaut unten in die Infobox, da werde ich alles reinschreiben. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Bis dann, tschüss!